Heute nehme ich euch mit auf eine faszinierende Reise zum Makalu, dem fünfthöchsten Berg der Welt. Die geografischen Highlights, die Geschichte der Erstbesteigung des Makalus und was die Region so besonders macht. Darum geht's heute in Berge im Porträt, der Makalu. Der Makalu ist ein imposanter Berg im Himalaya-Gebirge und erstreckt sich über die Grenze zwischen Nepal und China. Mit einer Höhe von 8.485 Metern ist er der fünfthöchste Berg der Welt. Ganz in der Nähe des Makalus liegen die beiden Berühmtheiten Mount Everest und Lhotse. Ein wenig weiter in der Reihe der 8000er noch der Cho-Oyu. Dadurch steht er, obwohl er ein 8000er ist, stets im Schatten des berühmten Everests und des einfacheren Cho-Oyus. Der Name Makalu stammt aus dem Tibetischen, aber auch irgendwie nicht. Denn Makalu scheint für sich keine echte Bedeutung zu haben. Es scheint vielmehr auf eine Verwechslung hinauszulaufen, wenn man auf die Suche nach dem Ursprung des Namens geht. Kamalu ist ein tibetischer Name. Kama ist ein Fluss und Lu, die Kurzform von Lung, steht also für eine Region, ein Gebiet oder ein Tal. Der Makalu müsste nach seiner logischen Herangehensweise also eigentlich Kamalu heißen. Aber manchmal will die Geschichte etwas natürlich eben auch ganz anders. Der Makalu liegt östlich des Mount Everest und westlich des Kangchenjungas. Er gehört zur Mahalangur-Himal-Region und ist Teil des Makalu-Barum-Nationalparks, einem geschützten Gebiet mit einer Vielfalt an Flora und Fauna. Die Region um den Makalu zeichnet sich durch ihre absolut einmalige Landschaft aus. Sie umfasst tiefe Schluchten, riesige Gletscher, dichte Wälder und alpine Graslandschaften. Diese Vielfalt an Ökosystemen macht sie zu einem idealen Lebensraum für sehr seltene Tiere wie den Schneeleoparden oder den roten Panda. Denn die vielen Klimazonen innerhalb einer kleinen Region sorgen für die Möglichkeit einer derartigen Vielfalt. Aber vor allem über 2000 Meter hinaus, in denen die Subsistenzwirtschaft keinen Eingriff in die Natur erforderlich macht, ist die Region sich selbst überlassen. Er ist, und das finde ich persönlich besonders spannend, auch das einzige Naturschutzgebiet, das einen realen, absoluten Höhenunterschied von über 8000 Metern vorweisen kann. Kommen wir nun zur Geschichte des Makalus. Einen ersten Versuch am Makalu, der über die reine Erkundung der Region hinausging, sollte die amerikanische Expedition mit dem Expeditionsleiter William Seary im Jahr 1954 starten. Doch bereits auf knapp über 7000 Metern Höhe war schon Schluss. Im Jahr darauf, 1955, kam es dann zu einer groß angelegten französischen Expedition, angeführt von Jean Franco. Nachdem er ebenfalls im Jahr zuvor die Nordwestflanke erkundete, hatte seine Expedition diverse Wissensvorsprünge. Der Sirda, also der ranghöchste Sherpa der Expedition, Gyaltsen Norbu, spielte eine wichtige Rolle, auch später noch, was für die damaligen Verhältnisse leider nicht die Regel war, da Sherpas oft für die Gipfelerfolge hintangestellt wurden. Franco hat sich mit Maurice Herzog, dem Erstbesteiger der Annapurna, über diverse technische Probleme beraten. Vor allem der Einsatz von Sauerstoff war stets ein wichtiges Thema, weshalb die Logistik der französischen Expeditionen zuvor schon optimiert wurde. Es wurde eine Vielzahl von Lagern eingerichtet, das Basecamp und 6 weitere Camps sollten in Schritten von je 400 Höhenmetern die Bergsteiger sicher auf den Gipfel des Makalus bringen. Viele dieser Camps waren an exponierten Stellen geplant. Am 4. April bezog die Expedition das Basecamp. Am 15. Mai 1955 standen letztlich Lionel Terray, den Mann, den man bereits aus der Geschichte der Annapurna kennt, und Jean Cousy am Gipfel des Makalus. Vor allem dank perfekter Verhältnisse und einem langen Durchhalten. Am Tag darauf gelang auch dem Sirda Gyaltsen Norbu der Gipfel des Makalus. Nach der Erstbesteigung des Makalus und damit einem erneuten Erfolg durch eine französische Expedition wurde es still rund um den Makalu. Der Grund dafür lag vor allem in der Präsenz des Everests und des einfacheren Cho-Oyu begraben. Zwischen 1966 und 1969 führte außerdem eine Sperre der Region aufgrund militärischer Konflikte mit China zu einem Verschwinden der Bergsteiger. Erst 1970 schaffte es eine japanische Expedition über die besonders schwierige Südostgratroute, eine neue Route auf den Makalu erfolgreich umzusetzen. Und dann?
Der Makalu wurde zu einem unauffälligen Berg. Extreme Expeditionen wagten sich an der Route von 1955 der Franzosen. Aber abseits dessen blieb auch das mediale Interesse vollends aus. Der Makalu ist einer der 8000er, die ohne einen konkreten Grund nie in die Mitte der Szene gerückt sind und teilt sich damit das Schicksal, zumindest teilweise, mit dem Gashabrum 1 und dem Gashabrum 2. Die Besteigung dieser 14 8000er im Winter war für viele Alpinisten eines der größten Projekte jemals. Vor allem, weil die Umsetzung dieses Projekts immer noch offen war. Es gab lange Zeit 8000er, die im Winter völlig unmöglich schienen. Gründe dafür gab es viele, doch die meisten Normalwege erwiesen sich auch im Winter als eine halbwegs machbare, wenngleich völlig verrückte Idee. Beim Makalu zog sich dieser Prozess einer ersten Besteigung im Winter definitiv hin. 2006 probierte es Jean-Christophe Lafay, der dabei jedoch zusätzlich allein unterwegs war und bei diesem Unterfangen verschollen blieb. Damit blieb er nicht das einzige Opfer des Makalus im Winter. Erst 2009 gelang dem Bergsteiger Simone Moro und Dennis Urubko der erste Wintererfolg am Makalu. Die großen Schwierigkeiten am Makalu im Winter entstehen vor allem durch die enorme Lawinengefahr, die auf Teilen des Weges herrscht und die dauerhafte Exponiertheit in großteils völlig fragwürdigem Schnee bei gleichzeitig absoluten Tiefstemperaturen von minus 50 Grad und weniger. Die Gegenwart des Makalus ist deutlich unspektakulärer als jene der anderen 8000er. Er ist in der Masse untergegangen, weil er unbequemer ist als andere. Trotz einer heute deutlich verbesserten Anbindung per Flugzeug bleibt der Massentourismus aus. Jedes Jahr versuchen sich größere kommerzielle Expeditionen am Berg, viele davon erfolgreich. Durch die steilen Gradpassagen ist die Versicherung mittels Fixseilen einfacher und reduziert die Schwierigkeiten und Risiken erheblich. Weshalb letztlich Expeditionen im Alpinstil rar sind. Aber mit Besteigungen wie durch die ukrainische Expedition unter Mstislav Gorbenko über die Erstbegehung durch die Südwestwand durchaus noch existieren. Falls ihr übrigens eine neue Route am Makalu oder vielleicht einfach nur am Hermannskogel erschließen wollt, dann schaut doch mal hier bei Alpaka am Berg vorbei, um perfekt ausgerüstet auf eure Expedition zu gehen. Denkt auch gerne an die Affiliate-Links in der Videobeschreibung für anderweitige Einkäufe. So unterstützt ihr mich, ohne einen Cent mehr zu bezahlen. Trotzdem bleibt der Makalu verhältnismäßig unberührt. Er steht inmitten der berüchtigten und berühmten 8000er, die teilweise mit mehr Marketing und teilweise mit einfacheren Wegen deutlich mehr Menschen anziehen. Und abseits vom Grenzgang am Makalu von Frank Gräfe und Makalu Himal von Jan Kilkowski gibt es kaum Literatur, die den Makalu überhaupt beschreiben würde, Informationen liefert oder irgendwelche neuen Ideen für neue Wege auf den Makalu erkennbar machen würde. Und selbst diese Bücher sind heute nur noch ein Fall fürs Antiquariat. Abseits der typischen Expeditionen großer Anbieter ist der Makalu also ruhig und einsam. Was vielleicht auch heißen soll, hier gäbe es noch viel zu tun, wenn sich denn jemand findet, der diesen Berg faszinierend genug findet. Damit ist der vorletzte Berg der 14 8000er bei Berge im Porträt vorgestellt. Die letzte Episode gibt es dann in Kürze über, ja, welchen Berg eigentlich? Wenn ihr wisst, welcher der 14 8000er hier noch fehlt in unserer Videoreihe, dann schreibt das gerne jetzt mal in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir ja auf die Sprünge helfen. Was haltet ihr vom Makalu? Wie findet ihr ihn? Wie findet ihr ihn optisch? Oder wie findet ihr auch diese doch recht, ja, fast schon dieses einsame Dasein des Bergs. Das würde mich auch sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!